Moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Kursbewegung hier an den Forex-Märkten. Wir haben Freitag das letzte Mal Zeit, in die Märkte zu schauen, Marktvorbereitung zu machen. Heute mit Blick auf Euro, Schweizer Franken, Euro, Australdollar und das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das die Fakten in der Vorbereitung. Danach gibt es ganz klar den Blick auf die Indizes. Die großen haben wir hier im Fokus. Nach dem Rutsch, den wir vor uns, nein, hinter uns hatten, schauen wir, was charttechnisch vor uns liegen kann. Dann gibt es im Ausbildungsbereich heute so ein bisschen Beleuchtung des Themas ab durch die Mitte. Ich hatte es ja schon auf Facebook auch avisiert, beziehungsweise hier in den morgendlichen Sendungen, worüber wir sprechen sollten, welche einfachen Hilfsmittel wir nehmen können, um gute Trades zu identifizieren. Das Ganze später im zweiten Teil. Zwischendrin natürlich auch immer wieder Raum für Fragen. Von meiner Seite her kurz auch noch die Bitte, einfach mal einen Hinweis geben, ob Ton und Bild verständlich sind. Sollte alles passen, aber manchmal hakt's ja. Von der Seite her wäre es nett, hier auf Facebook einfach Thumbs up, damit wir sehen, dass alles passt. Auf GoTo sollte es da auch Rückmeldung geben. Zumindest schaut hier alles gut aus. Wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo der ist. Hier haben wir ihn. Der ist verschoben. Also, wir sehen es wie immer. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und hier nochmal der kleine Teaser hier für das, was im zweiten Teil kommt. Trading Spezial ab durch die Mitte mit den gleitenden Durchschnitten. So machen Sie sich die Power des Marktes zunutze. Da machen wir einen kleinen Exkurs im zweiten Teil. Das dazu, und damit starten wir hier mit dem Blick auf die heutigen Tagesnachrichten. Wir sehen es hier, wir haben aus China heute Morgen hier um 4 Uhr ein paar Daten bekommen zu den Anlageinvestitionen. Die sind ein bisschen rückläufig, aber nicht so schlimm rückläufig wie im Vormonat. Die Industrieproduktion ist angestiegen. Das ist ein Zeichen, dass es langsam wieder bergauf gehen kann. Ja, das ist ganz klar. Arbeitslosenquote in China kennen wir jetzt auch. Die liegt laut offizieller Lesweise hier bei 6%. Was gibt es noch? Erzeugerpreisindex. Na, das ist jetzt keine Überraschung, dass der negativ ist. Wir sehen es hier. Wir sind bei 0,7. Erwartet worden minus 0,6. Also wir sind bei minus 0,7. Also ganz klar ein Rückgang. 10 Uhr bekommen wir dann das BIP aus Deutschland. Das wird interessant zu sehen, wie wir hier im Quartal 1 abgeschnitten haben. Da hat uns das Thema Corona ja schon langsam mit betroffen. Schauen wir, was die Zahlen hier bringen. Wobei ich dazu immer auch sage, diese Zahlen sind in der Regel oft in den Kursen schon mit eingepreist, weil das natürlich Dinge sind, die man schon, sag ich mal, erahnen kann, beziehungsweise in Teilen auch schon weiß. Das heißt, man weiß ja, wie es auch ist, ob die Leute einkaufen gehen können oder nicht. Und so, wie wir es jetzt hier gehabt haben in den letzten Wochen, da muss man, glaube ich, ja, muss ich sagen, kein Hellseher sein, um zu sagen, okay, dadurch, dass die Leute weniger ausgeben konnten oder teilweise nichts ausgeben konnten, ist das BIP gesunken. Mich hat es ja genauso getroffen wie viele anderen auch. Ich konnte zum Beispiel nicht in den gewünschten Maiurlaub, wollte ich schon sagen, in den gewünschten Osterurlaub fahren. Was ist dann passiert? Das Geld für den Osterurlaub ist auf dem Konto geblieben. Das ist nicht in die Wirtschaft geflossen, hat also auch nicht das BIP betroffen. Von der Seite her, ich denke mal, da wird es ein dickes Minus geben. Das werden wir dann um 10 Uhr sehen. 11 Uhr gibt es das Ganze. BIP für die, jetzt muss ich kurz schauen, für die EU. Es gibt die EU-Handelsbilanz heute auch. Und am Nachmittag kriegen wir dann einige Daten aus den USA. Wir kriegen den New York Empire State Herstellungsindex. Wir kriegen die Einzelhandelsumsätze in den USA. Wir sehen auch hier überall Minusvorzeichen in den Prognosen. Die Industrieproduktion in den USA wird auch deutlich zurückgegangen sein. Wir sehen hier, wie die Prognose ist. Minus 11,5 nach minus 4,5 im Vormonat. Das ist schon heftig. Thema Stellenangebote bekommen wir auch hier, die JOLTS-Stellenangebote. Und dann um 16 Uhr die Uni Michigan mit den Konsumentenerwartungen und dem Verbrauchervertrauen. Das ist extrem wichtig, weil wir hier gute Daten lesen können, wie es der Bevölkerung geht, wie die gerade denken, wie das Verbrauchervertrauen ist. Das ist ja wichtig, damit man weiß, wie es dem Volk geht. Und wenn wir da, sag ich mal, plötzlich gute Daten haben, wäre das wieder positiv, dass die Amerikaner mit sag ich mal, Zuversicht in die Zukunft schauen. Etwas anders, als das Powell diese Woche gemacht hat. Der hat ja ein sehr, sehr düsteres Bild gezeichnet und danach sind die Aktienmärkte abgeschmiert. Trump hat ja auch schon gesagt, Mensch, Fett, mach doch mal ein paar Minuszinsen, können wir doch machen, haben andere auch gemacht, kein Problem, kriegen wir alles hin. Also die Tür, der Fett ist weit, weit offen, man wird sehen, was kommt und ich denke mal,
Dass Paul dieses düstere Bild nicht ohne Grund gezeichnet hat, was der Mann sagt, hat ja meistens auch gewisse Hintergründe. Da lassen wir uns mal überraschen, was da in den nächsten Monaten kommt. Vielleicht will er dieses ganz, ganz düstere Bild auch zeichnen, um gewisse, sag ich mal, ja, Maßnahmen zu rechtfertigen, die hier in Zukunft auf uns warten. Das bleibt auf alle Fälle sehr, sehr interessant und verspricht mit Sicherheit auch gute Kursbewegung an den Märkten. Ja, und was gibt es da noch? Die Einzelhandelsumsätze kriegen wir heute auch noch um 16 Uhr und am Abend dann wie jede Woche Freitag für diejenigen, die da gerne auch reinschauen, die COT-Reports, also das, was die Big Boys hier in den Future-Märkten machen. Das zu den Tagesnachrichten und damit schauen wir kurz noch auf den Rückblick der Termine in dieser Woche, was jetzt alles schon durch ist. Wir haben es gesehen, am Dienstag haben wir den Verbraucherpreisindex in den USA bekommen. Hier der ganze für den Monat April um 0, oder auf minus 0,4. Hier die Zahl, die hier reinsteht. In Großbritannien ist das BIP gesunken. Wir sehen es hier. Ich denke, Ähnliches werden wir heute auch für Deutschland sehen. Das Bruttoinlandsprodukt hier an dieser Stelle. Was gab es noch? Die Erzeugerpreise in den USA auch rückläufig, genauso wie wir das hier gesehen haben. Paul hat gesprochen, da habe ich ja was zu gesagt. Und die Rohöllagerbestände sind hier erstmals wieder zurückgegangen. Und das ist das, was ich auch immer schon sage. Wir müssen hier auch in den Nuancen genau hinschauen, was passiert, wie sich diese ganze Entwicklung lastet. Und das Negativergebnis hier, also dass die Lagerbestände zurückgegangen sind, das ist schon mal ein Zeichen, dass die Ölpreise auch anfangen, sich nachhaltig zu stabilisieren. Also wir haben hier durchaus eine Chance. Und dann haben wir gestern noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekommen. Naja, die sind brutal schlecht. Nicht ganz so schlecht wie die letzte genannte Zahl, die war ja hier im Endeffekt bei, was haben wir gehabt? 3,176 Millionen und jetzt sind es 2,98 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartet waren aber trotzdem nur 2,5 Millionen. Das heißt, die Zahl auch deutlich über den Erwartungen. Das die Termine in der aktuellen Woche. Jo, und damit würde ich sagen, machen wir weiter mit den Charts. Und an dieser Stelle wirklich noch der Hinweis, wer einen Wunschmarkt hat, bitte einfach rein. Wir starten durch mit Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Hier erst einmal der Blick in den 4-Stunden-Chart. Aber der Tag ist interessant. Warum? Leute, das ist wieder eines der Lieblingshandelsmuster, die ich habe. In den letzten Zeiten habe ich mit genau diesen Handelsmustern öfter mal auf die Nase bekommen. Aber das gehört dazu. Warum habe ich auf die Nase bekommen? Ewigkeiten hin und her geschwanke. Und in diesen Seitwärtsphasen passiert es nun mal immer wieder, dass man ausgestoppt wird. Aber das Ganze im Trading gehört dazu. Da ist es wichtig, dass das Risikomanagement richtig geregelt wird, die Positionsgrößen angepasst werden und man auch Stops nachzieht. Das hat kaum Impact aufs Portfolio gehabt. Klar, die Negativ-Trades sind mental nicht so schön, aber es gehört dazu. Jetzt könnten wir allerdings in eine Phase kommen, wo diese Ausbrüche wieder besser laufen könnten. Und deswegen schauen wir hier auch drauf, mal aufs große Bild. Im großen Bild übergeordnet, definitiv abwärts gerichtet, sehen wir hier auf Tagesbasis, sehen wir hier auch diesen Trendkanal nach oben laufen. Und hier sind wir am Mittwoch ausgebrochen. Gestern gab es hier eine kleine Gegenbewegung nach oben. Jetzt dreht der Markt wieder runter. Wenn das ganze Thema bestätigt wird, haben wir richtig gute Chancen, zur Unterseite zu laufen. Und im Tageschart sieht man es schön. Hier, das Zwischentief bei 0,591 wäre der erste Marker, den wir hier sehen. Das zweite Zwischentief bei 0,5843. So, und jetzt bin ich mal so ein bisschen gierig, wenn der Markt sich wirklich nach unten fortsetzt. Langes Anlaufziel unten haben wir die 0,5468. Das machen wir. Und ich gleich mal noch das Bild auf Facebook groß. Leute auf Facebook, sagt mir ruhig Bescheid, wenn ich das mal wieder verpenne, das Bild hier groß zu machen. Ich weiß, dass ihr die Charts schlecht erkennen könnt, wenn ich das nicht mache. Von der Seite her, gebt mir einfach einen Hinweis. Das wäre sehr, sehr nett. Gut, also Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das ist der Tag. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der kleineren Einheit an. Der Stunde, nein, den 4 Stunden brauchen wir gerade nicht die Stunde. Wir sehen in den 4 Stunden genug. Und hier ist eine feine Sache. Hier haben wir nämlich das, was ich liebend gerne sehe. Aufwärtstrend als Korrektur. Abflachung. Wir sehen es hier. Tiefe Korrekturen, oben nichts rausgekommen. Da sehen wir, dass oben raus Dynamik fehlt. Relativ typisch in solchen Phasen. Was kam dann? Hier, schaut mal. Wir haben hier einen validen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend, der valide Abwärtstrend, hat jetzt dafür gesorgt, dass wir diese Unterseite schon mal rausgenommen haben und damit sehen wir hier den Markt nach unten laufen. Läuft es unter das kleine Trendtief weiter, also hier dieser schöne Bewegungstrend, den wir hier haben, ich mache den mal ganz kurz rein, schaut mal hier, das hier ist der Bewegungstrend.
Bewegungstrend. Hier, jetzt kann man es besser sehen. Schaut, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das Ganze ist die Abwärtsrichtung. Das ist die Bewegung nach unten hin. Und wenn sich das Ganze jetzt entsprechend fortsetzt nach unten hin, dann haben wir echt gute Karten hier, diese Abwärtsdynamik schön nach unten fortzusetzen und den Markt nach unten anzulaufen. Das ist das Interessante, das ist das Schöne, was wir hier sehen. Und richtig Dynamik, wenn es endlich mal wieder zu nachhaltigen Ausbrüchen zur Unterseite kommt, erwarte ich dann, wenn dieser Trend gebrochen wird. Das heißt, wenn wir hier unter das Zwischentief drunter laufen, weil der Trend ist ja technisch so lange intakt, bis wir hier unter die 0,591 laufen. Wenn das raus ist, dann ist wirklich auch technisch der Weg nach unten frei. Dann ist nicht nur ein Gegentrend innerhalb der Korrektur da, sondern der Gegentrend läuft jetzt schon in Richtung des übergeordneten Trends. Und wenn er dann auch noch das Tief hier rausnimmt, dann sind die Karten für die Unterseite wirklich sehr, sehr gut gelegt. Ansonsten, falls wir wieder nach oben laufen sollten, es hier eine Gegenbewegung gibt, dann kann man ja auch diesen laufenden Abwärtstrend betrachten. Können wir unter Umständen auch Kursanstiege sehen hier an die Zwischenhochs, die wir jetzt in dieser laufenden Abwärtsbewegung haben. Und da haben wir die Marke von 0,6056 bzw. 0,6124. Hier auf der Uhr. Also das wird sich alles so ein bisschen entscheiden hier unten an diesem Tiefpunkt, also an dieser Marke hier, ob er sich da fortsetzt oder nach oben abprallt. Interessant bleibt das auf alle Fälle. Hier im Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Dann schauen wir auf die Währung. Euro, Austral-Dollar, weit bewegt nach oben, weit bewegt nach unten. Und was sehen wir? Hoppala, mal wieder einen Keil hier. Das mal kurz der große Blick auf den Tageschart. An dieser Stelle schaut es euch an. Wir laufen schön nach unten. Wir haben einen intakten Abwärtstrend. Und auch hier, ich habe es ja schon in der, ich sage ich mal, einigen unserer Vorbesprechungen auch angesagt, dieses Marke, dieses Level hier unten um die 1,66 ist ein wichtiger Schwungbereich. Warum? Hier oben hat der Markt definitiv rumgedreht. Schaut mal, wir hatten hier unten Bodenbildung, erster Schub nach unten oben. Tiefe Korrektur, Bodenbildung, zweiter Schub nach unten. Und hier ist dann der richtig große Schub nach oben entstanden. Das ist ein wichtiger Kaufbereich. Hier sind wir einmal aufgesetzt, dynamisch hochgelaufen. Das zweite Mal aufgesetzt, hier sieht die Dynamik schon ein bisschen anders aus. Und hier bildet sich wie so ein leichter Keil nach oben. Das heißt, der Keil nach oben ist die Korrektur im laufenden Trend. Der kann durchaus noch weiter nach oben gehen. Wenn wir uns das ganze Bild mal im 4-Stunden-Chart anschauen, dann sehen wir es hier. Da oben haben wir das Korrekturhoch liegen. Und das, was hier gerade läuft, hat ohne weiteres das Potenzial, wirklich auch hier Richtung 1,725 nach oben zu laufen. Alles technisch möglich, wäre alles kein Problem. Was heißt das hier mit Blick, wenn wir es mal nah reinzoomen, dass der Trend, der hier drinnen in diesem Keil läuft, ohne weiteres auch fortgeführt werden kann. Beziehungsweise, wenn wir uns das mal kurz anschauen hier an dieser Stelle, dann nehme ich mal wieder das Zeichentool aus GoToWebinar. Warum soll man das nicht nutzen? Sieht zwar nicht so schick aus, aber nichtsdestotrotz, schaut mal hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. So, das heißt, der Ausbruch, der jetzt hier unten rausgekommen ist, der hat durchaus noch nicht diesen Aufwärtstrend beendet. Das heißt, der hat jetzt an dieser Stelle auch durchaus das Potenzial, aus der Korrektur hier weiter nach oben zu laufen. Anlaufpunkte auf der Oberseite, wir sehen es hier in diesem Bereich bei 1,692, beziehungsweise guck mal hier oben, um die 1,718 haben wir auch noch was. Also wir haben durchaus schon Potenzial, noch die Oberseite weiter anzulaufen, aber... Und das ist jetzt das Wichtige, wenn wir es nicht schaffen, nach oben zu laufen, sondern das machen, was die Währung hier auch gerne mal macht, einen Ausbruch andeuten, nach oben laufen und dann wieder nach unten drehen, dann, ja, dann haben wir natürlich eine schöne Chance. Das wäre dann sozusagen das Prinzip hier, hier hochgelaufen, hier runtergelaufen, dann nochmal kurz einen Antest nach oben und dann der Weg nach unten. Das wäre das Short-Szenario hier auf dieser Seite. Und wenn wir das auf dieser Seite anlaufen, dann haben wir die Level unten liegen. Wir sehen es hier in diesem Bereich 1,667 bzw. 1,6607 sind da, bevor es dann hier wieder zur Unterstützung unten geht, die wir unten liegen haben und schon zweimal in diesem Bereich auch angetestet haben, die 1,6539. Hier im Blick mit Austral-Dollar, US-Dollar. So, jetzt mache ich mal den Chart wieder schick und sauber und damit können wir weitermachen mit dem nächsten Blick in Euro-Schweizer-Franken. Euro-Schweizer-Franken, da gibt es ein Déjà-vu. Das Déjà-vu, ja, zur Marke von 1,20. Ich glaube, die Marke von 1,20 war es gewesen. Lange, lange Zeit hat sich der Markt auf der 1,20 hier oben gehalten. Schaut euch das mal an. Ich zeige es euch mal ganz kurz hier drin. Schaut mal, das hier oben
um die Marke von 1,20. Das war lange, lange Zeit das ausgerufene Level, wo die SMB gesagt hat, das wollen wir entsprechend halten. Dann haben sie irgendwann gesagt, bam, machen wir nicht mehr. Was dann passiert ist, sehen wir. Einen brutalen Rutsch nach unten. Das war die Auflösung des Haltelevels dort oben. Was haben wir jetzt? Wir sehen es aktuell wieder in den Meldungen. Wer das sich ein bisschen mal belesen will, einfach mal auf den ja, genannten oder bekannten Suchwebseiten im Netz einfach mal anschauen. Schweizer Franken und SNB. Da wird man sehen, die machen viel in Richtung Stützungsmaßnahmen. Es ist auch Pulver da. Das heißt, was die SNB momentan macht, ist, die möchte der massiven Aufwertung des Schweizer Franken so ein bisschen entgegenwerfen. Die haben ja schon Negativzinsen. Ich glaube, momentan stehen die Negativzinsen bei denen bei minus 0,75. Und trotzdem rennen die Leute der Schweizer noch die Bude ein. Das heißt, Schweizer Franken ist eine sichere Währung und deswegen wird sie sehr, sehr viel gekauft. Und das ist der Grund, warum hier der Franken so stark ist und die Währung hier Euro, Schweizer Franken so brutal unter Druck kommt. Und die Stützungsmaßnahmen der Schweizer Notenbank, das macht sich halt darin bemerkbar, dass wir hier unten am Tief, am Jahrestief, wir haben gestern übrigens ein neues Jahrestief geschrieben, hier der kleine Zacker nach unten, der hat ein neues Tief geschrieben. Da unten sind die Interventionen der Zentralbank ersichtlich. Da wird immer wieder gekauft. Das heißt, diese Marke hier unten wird immer wieder aufgekauft. Und wir haben es hier ja schon auch besprochen. Hier im Bereich der 1,05 kommt immer wieder Kaufinteresse rein. Und schaut mal, was da passiert. Immer wieder schöne Aufschwünge nach oben. Gleiches kann jetzt hier an dieser Stelle auch passieren. Das heißt, wenn wir uns das Ganze hier an dieser Stelle mal mit anschauen, dann muss ich einfach auch sagen, schaut euch an, was hier passiert. Das ist auch für das kurzfristige Trading durchaus immer mal wieder interessant, was hier passiert. Und das Ganze kann man auch nutzen hier an dieser Stelle. Wir hatten vor 2 Tagen, war es glaube ich gewesen, hier über diese kleine Trading Range gesprochen. Unterseite, Oberseite. Und schaut mal, was hier passiert ist. Lange unten ran und dann bäm nach oben, lange unten ran und dann bäm nach unten. Jetzt sind wir wieder reingegangen und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, im kurzfristigen Bereich. Wenn wir es schaffen, hier oben drüber zu laufen über dieses Level, dann nehmen wir hier, sage ich mal, das Level raus, was wir momentan gerade so ein bisschen als Stützungslevel haben, beziehungsweise als Widerstandslevel. Und dann haben wir die Chance, hochzulaufen Richtung 1053, beziehungsweise hier sogar zur Oberseite auf dieser Seite. Das heißt, von unten nach oben, der Abprall könnte durchaus kommen, wenn wir hier diese Marke rausnehmen, also hier dieses Level oben rein. Schaut mal, hier oben, da ist momentan so ein bisschen der Deckel drauf und da haben wir die Marke von 1,05, knapp 2. Und wenn wir da drüber gehen, haben wir hier im Kleinstbereich einen Aufwärtstrend und der hat dann wirklich die Chance, ins Median reinzulaufen, beziehungsweise richtig hoch auf die 1,0544. Luft ist da und das kann hier an dieser Stelle durchaus kommen. Muss man einfach konstatieren und das ist ja auch das Schöne in diesen Ranges, dass dieses Hin- und Herspringen immer wieder entsprechend da ist. Aber sollte es zur plötzlichen Auflösung der SMB-Maßnahmen kommen, davon gehe ich persönlich jetzt heute und morgen nicht aus, zumindest wenn man den Worten der Schweizer Notenbanker glauben kann, aber die Unterseite müssen wir beleuchten. Warum? Schaut mal, der nächste Anlaufpunkt wäre dann mal locker. Hier die 1,04, das ist ein Bereich, wenn wir uns das Ganze mal in der Woche anschauen, dann sehen wir, wo der Bereich herkommt. Schaut mal, hier unten diesen Auffangbereich, diesen breiten Auffangbereich, den hatte ich ja schon öfter mal angedeutet. Das ist dann wirklich auch ein Ziel, wo es ohne weiteres hinlaufen kann, wenn es unter die 1,05 ordentlich drunter rutscht. Zwischendrin, hier drüben, der kleine Anlaufbereich. Also jetzt muss ich mal probieren, ich habe das noch nie gemacht, wenn ich das hier, das Bild auflöse, ob das funktioniert. Ey, wie nice. Schaut mal, hier, da war ein Anlauflevel hier, wo der Markt kurz dran gebounced ist und dann ordentlich nach oben gelaufen ist. Das ist die runde Marke von ungefähr 1,04 und die haben wir da und da ist der Anlaufpunkt nach unten auch da und das ist übrigens auch das Level, wenn man einfach mal ausmisst, wie tief die Korrektur jetzt gelaufen ist, die letzte, also diesen Bereich hier oben nimmt, hier, machen wir mal kurz, also von unten nach oben ausmisst, schaut mal, diese Differenz hier oben unten dran gesetzt, dann haben wir durchaus die Potenziale hier auf die 1,04 zu laufen. Da muss aber wirklich der Bruch nach unten reinkommen. Und wenn der kommt, kann das durchaus relativ flott auch gehen. Das ist also viel, viel Spannungspotenzial im Euro-Schweizer-Franken und ich denke, da können sich gerade aktive Trader gut austoben. Ich sehe gerade auch noch hier, das war die Frage oder die Antwort auf die Frage, wann die Web, die Longside hier interessant wird. Danke, das habe ich gerne auch gemacht. Das passt morgen übrigens auch an alle, die hier etwas später dazugekommen ist. Die Grüße freuen mich sehr. Also, damit hätten wir jetzt den Blick in die 3 Handelsideen rein. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich habe noch eine Frage.
zum britischen Pfund, japanischen Yen. Die Frage ist, wie schätzen Sie britisches Pfund, japanisches Yen ein? Ist ja gestern überraschend wieder gestiegen. Der Widerstand bei 130,6 wurde geknackt. So, schauen wir uns die Währung doch mal an. Britischer Pfund, japanischer Yen. Klack, obendrauf. So, gut, schauen wir uns das Bild mal an. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf welche Zeitrahmen diese Frage gerichtet ist. An diesem Punkt ist aber der Abwärtstrend weiter intakt. Das heißt, hier an dieser Stelle, Moment, ich zoome es mal kurz etwas näher rein. Wenn wir uns das Ganze anschauen, schaut mal Leute, wir haben hier einen ganz normalen, intakten Abwärtstrend. Der ist halt einfach am Laufen. Hier hat man die schöne Flagge da, die hatten wir hier besprochen. Und dann ist der Markt jetzt nach unten gelaufen. So, und dieser Anlaufbereich, den wir hier unten haben, es ist relativ normal, dass wir hier an diesen Tiefs nicht immer unten durchlaufen, sondern da drin auch mal abprallen sozusagen von unten. Das muss man einfach wissen. Und solche Dinge muss man gerade bei solchen Währungen hier, die auch manchmal ein bisschen, wie sage ich es immer so schön, gemütlich laufen, ja, das muss man ein bisschen mit auf der Uhr haben. Das heißt, hier an dieser Stelle, wo sind wichtige Level? Und jetzt zeige ich einfach mal, wie ich das Ganze angehe, wenn ich sage, ich möchte diesen Trend traden oder die Bewegung traden. Das heißt, ich gucke mir die Hauptrichtung an. Das Umkehrsignal haben wir ja auch bekommen an dieser Stelle. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel den 4-Stunden-Trend anschauen, dann sehen wir im 4-Stunden-Trend einen ganz normal nach unten laufenden Markt. So, ja, das läuft. Also, das ist ganz klar. Hier sehen wir sehr, sehr schön auch die Bewegung nach unten, also den Trend, den wir hier nach unten laufen sehen haben, den sehen wir sehr, sehr schön hier, die Abwärtsrichtungen mit auch den Bewegungen und den entsprechenden Korrekturen. So, und was wir jetzt hier haben, ist einen gesunden Abwärtstrend mit einer extrem gesunden Bewegung. Hier die Bewegung, der Abwärtstrend ist weiterhin intakt und natürlich in der Korrektur kann es mal passieren, dass so ein Widerstandslevel rausgenommen wurde, ja. Es kommt immer darauf an, wie es passiert. Mir ist es in den letzten Tagen beispielsweise öfter mal passiert, dass ich das Stop-Management zu aggressiv gewählt habe, nachgezogen habe auf einfach Level, die trendtechnisch nicht sauber waren. Trendtechnisch saubere Level sind ja dann sozusagen hier die Korrekturhochs und dann einfach kurz ausgestoppt worden bin. Das gehört einfach dazu. In diesen Umschwungphasen ist das manchmal nicht so einfach zu traden. Aber mit Blick auf diesen laufenden Trend ist alles in Ordnung. Das heißt, nur weil wir hier mal kurz über dieses Widerstandslevel drüber gelaufen sind, heißt das noch lange nicht, dass alles vorbei ist. Jetzt wird es halt wichtig, dass der Trend sich fortsetzt. Und wir sehen, er ist in Ordnung. Er trendet nach unten. Wir sind hier kurz in diesen Kaufbereich, Verkaufbereich reingelaufen. Und da haben wir direkt wieder die Verkäuferseite gesehen. Das ist also auch ein Zeichen, dass der Markt der Verkäuferseite weiter treu bleiben möchte. Wir sehen es hier drunter. Also der Trend läuft und er hat weiterhin seine Chance, schön nach unten reinzulaufen. Also hier die Abwärtsrichtung absolut okay. Für mich persönlich läuft der Markt ja schön nach unten rein. Und wer sich das Ganze hier mal etwas näher noch anschauen möchte, da klicken wir einfach mal kurz in die Stunde rein. Und schaut mal, hier sehen wir schön den Trend in der Stunde nach unten laufen. Also hier die letzte Bewegung nach unten gelaufen, hier jetzt die Korrektur, hier den Weg nach unten. Und schaut mal, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kleinteilig, aber das ist halt das, was ich in den Coachings meinen Klienten auch immer lerne oder in den Seminaren. Schaut euch doch mal an, wie die Trends verlaufen, auch die Trends in den Bewegungen und Korrekturen. Hier haben wir einen Aufwärtstrend gehabt und dieser Aufwärtstrend war nichts anderes wie die Korrektur der Stunde. Und die Stunde ist hier runtergelaufen, läuft jetzt hier hoch. Hier ist der Trend gebrochen worden, der Korrekturtrend, und jetzt schlingen wir uns schön nach unten. Alles in Ordnung. Die Shortseite ist weiterhin sehr, sehr interessant und das bleibt es auch so lange, wie wir hier die Abwärtsbewegung weiter voransetzen. Und das ist das, was ich hier in dieser Stelle im britischen Pfund, japanischen Yen, zum aktuellen Trend entsprechend zu sagen habe. Also hier das Ganze schauen wir uns mal an. Gut, das war der britische Pfund, japanische Yen. Weitere Fragen habe ich jetzt hier nicht. Das heißt, wir machen mal weiter und gucken uns die Nachrichten noch mal kurz an. Der Ludger trinkt einen Kaffee, den kann ich jetzt leider nicht trinken. Wir schauen deswegen auf die Termine der nächsten Woche. Also, was erwartet uns nächste Woche? Nächste Woche erwarten uns ein paar Termine. Wir kriegen aus Japan das BIP. Wir kriegen am Dienstag aus Großbritannien die Arbeitslosenzahlen inklusive den Durchschnittseinkommen. ZEW-Konjunkturerwartung gibt es um 11 Uhr hier bei uns in Deutschland. USA gibt uns am Dienstag dann die Baugenehmigung.
Mittwoch kriegen wir aus Großbritannien Verbraucherpreise. Wir kriegen Verbraucherpreise aus der Eurozone, wir kriegen die Rohöllagerbestände aus den USA und das FOMC-Sitzungsprotokoll. Also bis Mittwoch ist wieder hier volles Programm. Donnerstag kriegen wir dann einen Einkaufsmanager-Index aus Großbritannien, den Philly Fed Herstellungsindex und die Verkäufe bestehender Häuser. Und bitte nicht vergessen, nächste Woche ist bei uns in Deutschland Feiertag. Ja? Also, da sind die Börsen hier bei uns in Deutschland zu. Da mache ich auch nichts. Und Freitag habe ich frei. Das mache ich immer so. Da ist sozusagen kein Stream mit mir zu erwarten, weil ich donnerstags halt immer unterwegs bin. Da bin ich überhaupt nicht im Büro. Und da ist es natürlich schwierig für mich, eine Vorbereitung zu machen. Von der Seite her schon mal die Ankündigung. Nächste Woche Freitag und Donnerstag haben wir hier kein Webinar. Aber Nachrichten gibt es trotzdem. Getradet werden kann auch. Heißt also Freitag noch die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien. Und wir bekommen den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe hier für die nächste Woche, die kleine Terminvorschau. Und dann an dieser Stelle machen wir weiter hier mit dem Blick in die großen Indizes. Und zwar, hier kriege ich auch schon die Frage, Tom, na klar, ich gehe sehr, sehr gerne auf den DAX mit ein. Wir machen jetzt den Rundumschwung. Wir gucken uns die Indizes an. Wir gucken auf den DAX und wir gucken auch auf die US-Indizes hier an dieser Stelle in dem Live-Webinar. So. Also, wir klicken in den DAX mal rein. Den DAX haben wir ja gestern schon mal kurz angeleuchtet. Ich hatte ja gestern schon ein paar Worte zur Unterseite gesagt und diese Unterseite ist dann gestern tatsächlich auch bedient worden. Aber manchmal ist es echt irre. Leute, guckt euch mal an. Wir haben hier einen fetten Support um 10.220 Punkte. Ob der jetzt nachhaltig hält, sei erstmal komplett dahingestellt. Aber schaut euch einfach mal an, wie wichtig solche Supports am Markt sind. Solche großen, die schon oft getestet worden sind. Hier, ich kann das sogar noch ein Stück weit rüberziehen. Das ist übrigens jetzt mal der Stundenchart vom DAX, ja. Das Teil ist einfach da und das Teil findet immer wieder Marktbeachtung. Das ist unglaublich. Also es ist wirklich hervorragend. Also, wenn wir uns den DAX jetzt mal anschauen, ganz groß. Wir gucken mal kurz auf den Tageschart rein. Bevor ich hier zu euphorisch werde, hole ich erstmal ganz kurz Luft. Also, was haben wir? Wir haben den Support hier um die 10.2 bzw. das Ausbruchslevel um die 10.100 Punkte. Das sind wichtige Unterstützungsbereiche. So, solange wie die halten, ist mit der Aufwärtsrichtung erstmal alles intakt. Das ist das Erste, was wir hier dazu sagen können. Ja. Das Zweite, und das ist das, was ich definitiv auch in den Augen habe. Es schwebt immer noch die Frage im Raum, haben wir es aktuell mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun oder ist der Aufwärtstrend hier nachhaltig? Ja. Und das habe ich ja an der Stelle schon sehr, sehr oft betont. Für mich haben wir aktuell eine klassische Bärenmarkt-Rallye. Bis wir hier oben über diesen Bereich von 12.000 knapp 280 Punkten drüber laufen. Dann haben wir nämlich den Wochentrend rausgenommen. Zwischendurch haben wir noch das Gap Close bei 11.625. Also die Kuh für die Longseite oder beziehungsweise die Kuh für den Abwärtstrend, die ist weiter auf dem Eis. Ja? Und die bleibt da, bis wir hier oben drüber gelaufen sind. Und solange das nicht der Fall ist, macht sich das auch bei mir im Portfolio bemerkbar, dass ich solche Sachen immer gediegen trade. Aber wir haben nun mal den Aufwärtstrend und der ist da und da mache ich auch nicht die Augen zu. Das können wir traden. Und solange wir dieses Level hier halten, diese 10.2 bis 10.1, ist alles für die Long-Seite weiterhin intakt. Ja? Und das ist ja auch ein Zeichen vom Markt, ein Stärkezeichen, dass wir dieses Support-Level nutzen und dass dort unten immer wieder Käufer reinkommen. Das heißt, das ist das beide Dip sozusagen, dass der Markt runterläuft. Ja? Und wenn wir uns das Ganze mal eben auf der Woche anschauen, dann können wir einfach sehen, dass immer wenn der Markt nach unten gelaufen ist, hier haben wir es gesehen, wurde wieder aufgekauft. Hier haben wir es gesehen, kurzfristig wurde wieder aufgekauft. Also der Markt kauft schon immer so ein bisschen die Dips und wenn wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis auch mit anschauen, schaut mal sogar auf hier, das ist der Trend, den wir auf Tagesbasis sehen. Hier unten um die 10.1, 10.2, da haben wir das Trendtief auf Tagesbasis und solange wie das nicht nachhaltig rausgenommen wird, ist die Aufwärtstendenz weiterhin da. Ja? Das ist einfach zu konstatieren. Es wird nur dann für die Unterseite sehr, sehr spannend, wenn wir hier unten drunter durchfallen. Weil, ich habe es auch schon in meinem Traders Lunch gesagt am Dienstag, als ich die Chartbesprechung für die US-Indizes gemacht habe, sagen wir mal so, man ist ja als Trader nicht blind. Man sollte die Sachen schon sehen, wie sie sind. Und wenn ich sehe, was ich hier habe, dann habe ich jetzt mal eine astreine
klassische Schulterkopf-Schulterformation mit einer schön laufenden, ja, sag ich mal, Nackenlinie, die wir hier haben in diesem Bereich, die ist jetzt auch da, die ist auch geformt und eins steht fest, wenn wir unter die 10.2 bzw. 10.1, also hier diese Nackenlinie fallen, jetzt hätte ich fast gesagt, dann ist Polen offen, nein, dann haben wir ein Umkehrsignal in großer Ebene getriggert und das ist dann das, dass wir hier dann den laufenden Abwärtstrend haben und der hat durchaus das Potenzial, nach unten reinzulaufen und da haben wir dann wieder plötzlich das Szenario da, dass wir hier erst einmal das Zwischentief bei unter 10.000, also bei 9.325 testen können, beziehungsweise hier nochmal das Jahrestief bei etwas unter 8.000 Punkten. Das ist immer noch da. Ob wir tatsächlich so weit runterlaufen oder es einen Bruch nach unten gibt und wir dann entsprechend ein höheres Tief machen, das wird sich dann zeigen. Aber kurzfristig wird die Unterseite dann definitiv hoch interessant, ja. Das in diesem Sinne muss man einfach hier auch auf der Uhr haben. Für diejenigen, die den DAX kurzfristig traden wollen, wir gucken mal ganz kurz in den Stundenchart rein, da sehen wir momentan einen intakten Abwärtstrend auf Stundenbasis. Der ist unverkennbar. Schaut, hier läuft er runter. Bewegung, Korrektur. Und hier wäre es jetzt wichtig, was passiert hier oben? Ja, diese alte Unterstützung um die 10.500 bis 10.600 Punkte Marke, die ist wichtig. Und das Interessante für die Long-Seite ist, ganz kurzfristig, hier, wenn wir tatsächlich hier drüber laufen, über die 10.000, naja, hier im Hoch haben wir es gehabt, wenn wir es mal auf die Punkte festlegen, 10.494, das ist das Hoch hier oben. Wenn der Markt da drüber strebt, haben wir hier zum Wochenabschluss erst einmal einen neuen Aufwärtstrend gebildet, der dann die Chance hat, weiter hochzulaufen. Das heißt, hier das kleine Zwischenhoch rauszunehmen, um die 10.554, 55 Punkte und dann den Weg nach oben rumzugehen. Wenn das passiert, dann haben wir auf Tagesbasis ein schönes Umkehrsignal. Das heißt, dann haben wir schön die Stärke, die gestern reingekommen ist, in Bestätigung und dann haben wir hier plötzlich wieder den Markt nach oben trenden. Und dann wird es nämlich hochinteressant und da gehe ich jetzt nochmal in die Stunde zurück. Sollte das tatsächlich passieren und wir brechen auch gleich drüber, also das ist wieder mal klasse hier. Danke den Markt, dass er uns den Gefallen tut. Also wenn wir tatsächlich hier drüber streben, haben wir Anlaufpunkte, wie schon gesagt, hier die 10.554 Punkte Marke und dann hier die Level, die weiter oben drüber kommen, die Swing Highs, die wir gehabt haben, knapp die 10.700 Punkte Marke, das größere Level hier oben, dann die 10.000 knapp 900 Punkte Marke. Das ist ein schöner Anlauflevel, wenn wir tatsächlich drüber leben. Und hier, wir sehen es, was hier an Action reinkommt. Schaut euch das mal im Kleinen an. Bäm! Zur Markteröffnung. Ist das nicht der Hammer? Ich glaube, das ist genau das, was wir sehen wollen. Das ist die Price Action, die wir hier haben. Und das zeigt uns halt auch einfach, dass der Markt durchaus gewillt ist, aus den tieferen Kursen von unten nach oben reinzukaufen. Und da liegen dann einfach die Käuferorders auf der Oberseite. Und das zieht den Markt dann nach oben. Und das ist das Interessante, was wir sehen können, wo wir einfach nur lesen müssen, was der Markt macht. Wie schon gesagt, der DAX ist ein bisschen angeschlagen. Die Short-Kuh ist noch nicht vom Eis. Aber wir haben auch immer wieder Händler im Markt, die von oben nach unten kaufen. Und diese schöne bullische Markteröffnung kann sich natürlich noch umdrehen. Wie schon gesagt, wichtige Marker ist, wenn wir in die Stunde reinschauen, einfach das Level hier oben. Was passiert bei 10.500 hier an diesem Hoch 54 Zählern? Laufen wir drüber, prallen wir vielleicht schon vorher ab. All diese Dinge, die werden uns in Kürze beantwortet werden hier im DAX. Und damit gucken wir noch auf den US-Index. Und zwar möchte ich heute mal den Dow wählen. Warum? Der Dow macht momentan genau das Gleiche wie der DAX, aber wir sehen hier auch im Dow Jones Index den Markt. Hier Aufwärtstrend, unten Korrekturlevel um die 22.900 und ein paar 30 Punkte haben wir hier unten liegen. Und wir sehen es gestern drunter gelaufen, heute schwupp, der Markt will einfach hoch. Aber auch hier, wir haben hier eine intakte Schulterkopf-Schulterformation. Hier die Nackenlinie gestern schon mal angelupft. Und wenn wir hier drunter brechen, dann müssen wir die Unterseite beleuchten. Aber das Zeichen, dass wir hier tatsächlich die Käuferseite unten direkt wieder reingekriegt haben, nach dem kurzen Ausbruch zur Unterseite, der sollte mal so ein bisschen das Bild im Kopf haben, was ich euch letzte Woche erzählt habe, als wir über diese Fehlausbrüche aus solchen Formationen gesprochen haben. Wenn da plötzlich Käufer reinkommen, Halleluja, dann kann es flott nach oben gehen. Wenn hier die Umkehr kommt tatsächlich und das nachhaltig wird, Anlaufmarke haben wir da hier oben, die 10.400 sage ich hier, die 24.500 und beinahe 80 Zähler haben wir da und dann hier oben das Trendhoch bei knapp
24.900 Zählern im Dow Jones. Das ist eine interessante Marke und wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Im US-S&P 500 sieht das Bild identisch aus. Hier sehen wir den Abwärtstrend auch am Laufen, das ist ganz klar. Hier jetzt die Gegenbewegung, aber wenn wir da wirklich drüber fliegen, dann haben wir wirklich alle Chancen, schön die Oberseite mit zu bedienen und wieder oben rauf zu laufen. Ansonsten wird das Bild halt unter diesen Unterstützungsbereichen hier bei, naja, 2760 eher in die bullische, in die bärische Richtung laufen und da müssen wir uns hier auch zur Unterseite orientieren. Aber so weit ist es noch nicht. Momentan startet der Markt gut gelaunt in den Tag und das Ganze ist schön zu sehen. Was auch schön zu sehen ist, und da würde ich gerne nochmal auf den Euro-US-Dollar zu sprechen kommen, hier in dieser Seite, dass wir da auch wieder deutlich unter Druck geraten sind. Schaut euch das Ganze mal an hier. Wir hatten ja Euro-US-Dollar auch besprochen. Hier schauen wir uns mal ganz kurz den Tageschart an. Da sehen wir, wenn ich das mal näher ranzoome, was hier los ist. Wir sehen dieses große Dreieck, das hatte ich beim letzten Mal im 4-Stunden-Chart ja eingezeichnet. Das sehen wir auch sehr, sehr schön auf dem Tageschart. Wir sehen den Markt im kurzfristigen Bereich auch wieder nach unten trenden. Wir sind gestern schon deutlich unter die Marke von 1,08 gefallen. Aktuell stehen wir bei 1,0797. Wenn wir hier tatsächlich unter das Tagestief von gestern drunter fallen, setzt sich das kleine abwärtsgerichtete Bild fort. Das heißt hier, dieser Abwärtstrend ist da. Hier haben wir die Umkehr oben gesehen und wenn sich das Ganze fortsetzt, wie schon gesagt, dann haben wir schöne Anlaufmarke hier unten rein und da darf ich mal rangehen, hier im kurzfristigen Bereich die 1,078 ist dann da, beziehungsweise hier diese kleinen Swinglos bei 1,0775 und das sind durchaus die Marker, die man sich im kleinen Bereich mal anschauen kann, deswegen habe ich hier mal kurz umgeschalten in den 5-Minuten-Bereich auch rein und wir sehen es hier, wir haben hier sozusagen die Situation gehabt, dass wir hier oben um die Marke von knapp 1,08 einen Deckel drauf gehabt haben und auf der Unterseite haben wir allerdings schon fallende Tiefs gesehen, ja, und wenn die Tiefs fallen, bedeutet das nichts anderes, als dass die Händler immer später anfangen zu kaufen. Hier oben ist noch der Deckel drauf, hier fangen die Händler immer später an zu kaufen, das ist eher ein bärisches Zeichen und das heißt an dieser Stelle ist der Weg nach unten auch geebnet und es ist nicht unwahrscheinlich, wenn sich das Ganze schön nach unten hin fortsetzt, dass wir hier die tieferen Level, die engen Swinglos anlaufen hier um die 1,078 und 1,0775. Der Blick in Euro-US-Dollar. So, Fragen sehe ich keine weiteren. Das heißt, an dieser Stelle gucken wir weiter. Ah, hier noch der Hinweis, dass ich doch Kaffee trinken kann. Ich soll nur die Stummtaste anmachen. Naja, vielleicht schlürfe ich zu viel. Aber das lassen wir an dieser Stelle erstmal besser. Wir gucken jetzt weiter im Thema. Und zwar, ich hatte es ja auch avisiert, wir sprechen jetzt direkt über das Trading-Spezial. Ich mache da auch wie immer entsprechend mal das große Bild sozusagen mit rein. Das heißt, hier an dieser Stelle ein zweites Video, das nehme ich gleich mit auf und da bin ich mal ganz kurz ruhig. Es bleibt alles schön am Laufen. Wir werden uns gleich wiedersehen. Ich mache hier an dieser Stelle nur mal schnell einen Aufnahmestopp und lasse ein zweites Video entsprechend weiterlaufen. So, gut, Kamera noch aus.